es zum Beschleunigungsduell zwischen Benny Hay auf der Außenbahn und Kerry Schreiner im Audi, die innen ist und natürlich einen Vorteil hat. Doch Benny Hay geht in Führung. Bei schönstem Frühlingswetter fand beim Preis der Stadt Stuttgart auf dem Hockenheimring der erste von zwei Wertungsläufen des DMV GTC statt. 32 Fahrzeuge starteten ins 30-Minuten-Rennen, angeführt von Kerry Schreiner im Rotronic Audi R8. Doch nach drei Bestzeiten in den vorangegangenen Trainingsläufen und dem Sieg im Dunlop 60 am Freitagnachmittag sah sich die 19-Jährige diesmal mit veränderten Bedingungen konfrontiert. Zwar münzte sie die beste Startposition konsequent um und ging sofort in Führung, doch in ihren Rückspiegeln zeigte sich schon bald Kenneth Heyer. Der GT-Spezialist aus dem niederrheinischen Viersen machte mit dem Mercedes-Benz GT3 AMG der Equipe Vitesse vom 10. Startplatz kommen einen mächtigen Satz nach vorne. Kerry Schreiner konnte sich dem Druck des Routiniers nicht allzu lange widersetzen. Die Konsequenz? Ein Führungswechsel. Mit dem Berliner Ronny Seaborg war hinter ihr ein weiterer Mitfavorit auf dem Vormarsch. Schließlich passierte der Hauptstädter im Montaplast Audi R8 von Land Motorsport nicht nur seine Markengefährtin, sondern auch Kenneth Heyer. In Anwesenheit seines prominenten Vaters, der Tourenwagenlegende Hans Heyer, gab dieser sich nach 16 Rennrunden mit dem zweiten Platz zufrieden. Benny Hay, nach dem zweiten Trainingsrun mit dem Porsche 911 GT3R von Schütz Motorsport aus der ersten Startreihe vorgefahren, agierte auf dem nun trockenen Geläuf nicht mehr ganz so überlegen wie noch am Vortag. Vor ihm sorgte Antonín Herbeck mit dem roten Pagani Zonda für eine kleine Überraschung. Der Tscheche aus Prag belegte nach starker Trainingsleistung im zweiten Qualifying am Samstagmorgen den vierten Platz. Damit verwies er auch Lars Perlande im BMW Z4 GT3 auf einen der Plätze. Der 8-Zylinder Frontmotor-Bolide mit dem infernalischen Ansauggeräusch erreichte das Ziel an sechster Stelle. Mit Martin Zander, Twinbush Motorsport und Tommy Tulpe folgten zwei weitere Audi-Piloten auf den Plätzen 7 und 8. Den schnellsten Porsche 911 GT3 Cup im Feld der Traumsportwagen brachte der Saarländer Christoph Dupré an 16. Position ins Ziel. Biegt ein in die Start- und Zielgerade. Noch darf nicht beschleunigt werden. Das darf erst, wenn das grüne Licht aufgeschaltet ist. Und das ist jetzt der Fall. Und da kommt es zum Beschleunigungsduell zwischen Benny Hay auf der Außenbahn und Kerry Schreiner im Audi, die innen ist. Und natürlich einen Vorteil hat doch Benny Hay, geht in Führung. Der Porsche in Führung. Schauen Sie mal, wer sich da an die Fersen heftet. Das ist ein VW Golf und Eingangsstart und Ziel überholt er sogar. Das ist ein TCR-Auto mit Roland Hertner. Kerry Schreiner triumphiert im zweiten Renndurchgang des DMV GTC. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Der dritte Podiumsplatz an diesem Wochenende für dich. Wie fühlt sich das an? Ja, gut. Eben hat es leider nicht gereicht, aber jetzt hat es Gott sei Dank gereicht und sich gut an, ja. Benny Hay freut sich nach Führungsrunden über den zweiten Rang. Der zweite Gesamtdiener der Kerry, besser geht's. Lars Perlande bringt den BMW Z4 GT3 unter den Augen seines Mentors Michael Bartels an dritter Stelle ins Ziel.